Mein Kind, der Tyrann. Wir haben häufig, dass wir schon im Vorfeld von Eltern hören, was da jetzt für Schreckenskinder auf uns zukommen. Und meine Idee ist für dich als Coach, dass du dir vielleicht die ein oder andere Brille nicht aufsetzt, bevor du das Kind selber kennengelernt hast. Weil ich habe schon so viele Frechdachse, Tyrannen, besonders ruhige oder besonders schlaue Kinder kennengelernt, die vielleicht nachher in der Reflexion auch ganz anders drauf waren und die vielleicht auch mit ihrer Art, wie sie sind, an bestimmten Kontexten und Bereichen Aufmerksamkeit brauchten, die sie dann bei uns ganz anders bekommen. Ich würde vorschlagen, schau dir das Kind an. Schau dir das Kind an mit deiner eigenen Warte, mit deinen eigenen Fragen. Setz nicht vorher die, wenn du dir eine rote Brille aufsetzt, weil das Kind rot, sowieso alles immer rot ist, dann sehe ich das Kind plötzlich auch gleich in rot. Lass die Brille ab, nimm das Kind so wahr, wie es ist, mach dir deine eigene Meinung. Klar, hab die Worte der Eltern im Hinterkopf, aber mach dir die eigene Meinung. Nimm das Kind ernst, such dir etwas, was du an dem Kind magst, dass du ehrlich und fair und wertschätzend bist. Und das weißt du selber, wie viele handzahme Tyrannen es auf einmal gibt, die sich wunderbar auf Lösungen einlassen, wenn sie merken, dass es bei einem Coaching um sie selber geht. Und ich glaube, das ist vielleicht die beste Herangehensweise.